Sie gehören natürlich unbedingt auch zu herzhaften Waffeln, Mehl und Eier. Aber ansonsten kann sich Sebastians heutige Kochassistentin auf Überraschendes freuen. Heidi ist Journalistin und kocht oft und gerne. Hallo! Heidi, ich Sebastian, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt richtig Lust, mit dir zu kochen. Ich freue mich auch schon. Komm rein! Nach Waffeln sieht das Ganze noch nicht aus, eher noch Pizza. Heidi, herzhafte Waffeln habe ich heute ein ganz besonderes Rezept mitgebracht, schön sommerlich. Wir machen nämlich an unsere Waffeln einen Hartkäse ran. Wir machen einen luftgetrockneten Schinken, also wirklich ganz tolle Sommeraromen. Mhm. Und dazu machen wir einen Basilikumschmand. Also ich finde es richtig gut, dass wir heute was mit Waffeln machen, weil ich habe nämlich schon so lange ein Waffeleisen. Und mein Freund sagt seit Jahren, bitte lass uns doch mal Waffeln machen, dann sagen wir mal nächsten Sonntag. Und der nächste Sonntag war aber noch nie. Heute geht es dann los mit den Waffeln. Heidi, wir machen jetzt eigentlich einen ganz klassischen Waffelteig. Milch, Eier, Mehl, Butter, ein bisschen Salz, geschlagenes Eiweiß, macht es schön luftig. Und dann geben wir in den Teig aber schon unsere geschmacksgebenden Zutaten rein. Schinkenwürfel und geriebenen Käse und das war's dann schon. Auf exakt 100 Gramm Butter kommen 4 Eigelb. Beides schaumig rühren und danach Salz, Pfeffer, 200 Gramm Mehl, Milch und ein Päckchen Backpulver zugeben. Perfekt. Okay. Heidi, wunderbar. Ich werde dich jetzt auch erlösen von dem Mixer und ich werde jetzt Eiweiß steif schlagen. Das heben wir nachher unter den Teig. Und dann kannst du schon mal den Käse reiben und den Schinken in kleine Würfel schneiden. Okay, so machen wir das. Die Schinkenwürfel sind schnell geschnitten. Den Parmesan muss man schon etwas länger und vor allem kräftiger reiben. Heidi gibt noch etwas Muskatnuss dazu. Fertig wird der Teig mit Salz. Heidi, jetzt ist Eiweiß, aber wichtig, nach und nach, damit ich es vorsichtig unterheben kann, damit der Teig schön Volumen bekommt. Okay. Das ist Sebastians wichtigster Tipp für die Waffeln. Deswegen wird er so fluffig. Genau. Durch das Eiweiß. Genau, da wird er schön fluffig, schön knusprig nachher. Finde ich toll. Heidi, bist du so nett und kannst schon mal das Waffeleisen? Bin schon dabei. Bin schon, ja, bin perfekt. Schon da. Dankeschön. Ah, auf dich ist Verlass, Heidi, wunderbar. Du hast mir am Telefon auch erzählt, dass du Bloggerin bist. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Jeden Tag, was du erlebst, schreibst du ins Internet und 1,7 Millionen Leute lesen das? Oder? Nein, jeden Tag schaffe ich gar nicht. Da habe ich keine Zeit zu. Aber so eine Million, die gibt es dann schon so. Die heißen Unique User. Die hat man dann schon auf der Seite. Aber jeden Tag schaffe ich nicht, weil ich auch andere Sachen mache. Aber ich blogge ganz gerne, weil es mir Spaß macht. Okay. Und zwar bei solche Sachen so wie Parfum, Make-up, Lippenstift. Weißt du, all das, was so ein Mädchen so mag. Ach, und ich dachte schon, du bloggst heute Abend gleich über unser gemeinsames Kochen heute. Nee? Na ja, mal gucken. Wenn du dich anstrengst, dann überlege ich mir das. Ich okay. Wichtig, der Teig für die Waffeln kommt nur in die Mitte. Heidi, dann kümmerst du dich jetzt um die Waffeln und ich werde mich um den Schmand kümmern. Dafür einfach den Schmand mit Basilikum, Schalotten, Salz, Pfeffer vermengen. Ja, und dann haben wir den perfekten Dip zu den Waffeln. Kräuter kann man je nach Vorliebe verwenden. Sebastian ist immer auch ein Freund von roten Zwiebeln. Herzhaft und pikant sollte der Dip gut zu den Schinkenkäsewaffeln passen. Prächtig sieht das Ganze jedenfalls schon mal aus. Und wie schmeckt es Heidi? Sie hat immerhin schon lange auf ihre ersten eigenen Waffeln hingelebt. Ich finde es so richtig toll, also einmal, dass es so herzhaft ist. Waffeln herzhaft. Knusprig, leicht, das ist so was sehr Schmackhaftes am Abend auch und gerade bei der Hitze. Und dann dazu dieser Schmand. Das sieht doch alles danach aus, als könnte Sebastian in Heidis Blog ganz positiv erwähnt werden. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.